Hi zusammen, Fabschophilia. Willkommen zu einem neuen Video. Wieder mal vom Testserver. Und heute möchte ich euch gerne mal einen Champion herbringen, der jetzt als Void hinzukommt. Und was soll ich sagen? Ich glaube, dass er jetzt dann der Number One Champ ist, was LP-Bond angeht. Und zwar reden wir von Sulfurion. Ein wahres Biest an LP-Bond, da sein Kit unglaublich stark ist. Wir haben viele LP-Bond-Champs im Spiel bekommen in letzter Zeit und Atak zum Beispiel ist eine sehr gute Auswahl und auch ein sehr guter Champ. Dieser Champ ist ein bisschen anders, aber das, was er macht, ist halt noch LP-Bone-lastiger. Atak hat noch ein bisschen Support durch den Angriffsverringerer. Dieser Champion bietet Support durch einen Revive. Aber da kommen wir gleich dazu. Gehen wir erstmal über den Champion allgemein. Legendärer Unterstützerheld. Was wollen wir mehr? Ne? Salamander-Menschen und von der Affinity Void. Also Leere, das heißt keine Schwäche, keine Stärkung anderen Affinities. Ja, man sieht jetzt hier, er ist schon bewertet, bei vielen Sachen natürlich nicht top. Aber gehen wir mal über die Werte, ne? LP, 19.000 ist okay, Defense 1.200 ist okay. Geschwindigkeit 109 ist sehr gut. Und der Rest wie immer Standard. Wir wollen bei ihm aber nur schnell und Genauigkeit haben. Und natürlich, dass er überlebt. Was übrigens sehr geil ist, dass wenn er atmet, hier Flammen aus dem Maul kommen. Das finde ich persönlich sehr nice umgesetzt. Ansonsten sind die Flammen, naja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber egal. Nice Held. Gehen wir auf die A1. Greift ein Gegner an, füllt das Zugmeter dieses Champions um 15%. Jedes Mal, wenn er die A1 macht. Füllt außerdem das Rundmeter aller Verbündeten bis auf diesen Champion um 10% bei einem Angriff auf ein Ziel, was ein LP-Burn-Debuff unterliegt. Das ist super. Das heißt, ein kompletter Gruppen-Turnmeter-Increase um 10%. Nice. Kommen wir zur A2. Ein unglaublich starker Skill. Verleiht allen Gegnern für 3 Runden einen LP-Burn-Debuff und aktiviert sofort alle LP-Burn-Debuffs auf allen Gegnern. What? Mega. Dazu kommt, dass er es nur verleiht. Also er muss keinen Hit machen, das heißt, er trifft den Gegner nicht. Somit kriegt er auch keinen Gegenangriff, weil ihr zu viel Schaden macht oder so. Ja, also einfach nur LP-Burn implyen. Funktioniert somit auch bei der Hydra, obwohl die Giftwolke aktiv ist. Es gibt ja diese Poison Cloud, wenn die aktiv ist, könnt ihr keine Debuffs applyen. Das funktioniert damit dann trotzdem. Er applyt dann die Debuffs trotzdem. Und dann sind die Champions wieder, die Gegner wieder angreifbar. Mega. Dazu kommt bei diesem Skill, verleiht dann allen Verbündeten für 2 Züge einen Schildbuff im Wert des Schadens, der durch die Aktivierung von LP-Burn Debuffs angerichtet wurde. Der Wert des Schildbuffs kann maximal 25.000 LP betragen. Yo. Das heißt, ihr kriegt einfach viel Schild. Auf 3 Runden CD, Mega-Skill. Punkt. Der beste LP-Bone-Skill im gesamten Spiel, was AOE angeht. Single-Target würde ich noch sagen, Ninja ist besser. Aber AOE gibt nichts. Und jetzt kommen wir noch dem... Ja, die A3. 2 Bücher nur. Belebt alle toten Verbündeten wieder. Also ein kompletter Revive mit 50% LP und 40% Rundenmeter. Und er bekommt eine Zusatzrunde. Das heißt, dieser Skill hat 4 Runden CD. Top. Punkt. Gibt's nichts mehr zu sagen. Einwandfreier Skill. Und wir haben dann noch einen passiven. Ewig lang. Im Prinzip ganz simpel. Er füllt das Rundenmeter jedes Mal, wenn irgendein LP-Burn-Debuff verliehen wird. Also Rundenmeter, wenn LP-Burn-Debuff verliehen wird. Heilt dann immer ein LP-Burn... Entschuldigung, anders gesagt. Ihr bekommt immer Heilung, wenn irgendein LP-Bone-Debuff tickt. Also wenn irgendjemand Schaden der Gegner durch LP-Bone bekommt, bekommt ihr Heal. Und zwar um 5% ihrer jeweiligen maximalen Lebenspunktanzahl. Also sprich 5% Lebenspunkte werden wieder geheilt. Heilt, wann immer ein LP-Bone-Debuff auf Skavak oder verdorbener Skavak, Spinnlein oder verdorbenes Spinn aktiviert wird, alle Verbündeten um 1%. Und zwar meinen sie damit alle Spinnlinge. Und die Spinnen, also alles, was im Spinnen-Dungeon passiert, da wurde nur auf 1% reduziert. Ganz einfach, dort habt ihr 10 Spinnlinge plus den Boss. Das heißt, da wäre es ein bisschen heftig mit 5%. Und dann kommt das noch weiter. Verleiht, wann immer ein LP-Bone-Debuff von einem Gegner entfernt wird, diesen Gegner für einen Zug einen Widerstandsverringerer-Debuff. Und wann immer ein Verbündeter von einem Gegner getötet wird, der ein LP-Bone-Debuff unterliegt, wird das Rundmeter dieses Champion um 20% gefüllt. Steigert die Geschwindigkeit dieses Champions proaktiven LP-Bone-Debuff um 7. Also bei der Spinne, ihr wisst. Und die große Aura, ja. Also ihr merkt schon bei meiner Euphorie beim Lesen, ich mache jetzt mal kurz einfach ein
Ich hoffe, ich habe es noch drin. Nein, ich habe es nicht mehr drin. Wir haben wie einen anderen Champ getestet. Warte. Den da. 243, genau. Das Team nehmen wir. Das Team. Und zwar. So. Ich muss jetzt nochmal Equipment drauf machen, weil ihr seht schon, da kommt die Meldung. Es fehlt Equipment. So, machen wir es nochmal. Trotzdem, es kann sein, dass sie ja hier nicht one-shottet, weil sie doch, hier hat keine 100% Crit-Quote aufgrund dessen, dass ich Items bei verschiedenen Teams hier gerade teste. Und beim Test-Server wollen wir ja immer ein paar neue Sachen probieren und dann müssen halt andere Champions wie die Sia dran glauben. So, hier kommt der LP-Bond drauf. Dann machen wir ein Cooldown-Reset. So, die Champions, zack, nochmal LP-Bond drauf. Guck mal, wie der droppt, der Boss. Dazu kommt, ich will es jetzt nicht behaupten, aber sieht nice aus, oder? LP-Bon, 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 zack, LP-Bon, LP-Bon, LP-Bon und nochmals LP-Bon. Ich kann es nicht anders sagen, aber der Champ, er bekommt Rundenmeter, er heilt, kriegt jedes Mal Heal, wenn LP-Bon drauf ist. Auch das Schild hilft. Leider, und das ist jetzt das Problem an meinem Team, ja, okay, super Showcase. Er hat genug Widerstand, definitiv, und bekommt trotzdem die Debuffs. Ich würde, wenn es jetzt nicht um ihn alleine gehen würde, sondern um ein sicheres Team zu bauen und nicht um das maximale Speed-Team, auf jeden Fall noch einen Champion mitnehmen, der ihm die Debuffs cleanst. Am besten so eine Tuhanarak oder sowas geht schön schnell. Also irgendein Champion mit einer schnellen Animation, um da einfach die Wahrscheinlichkeit rauszunehmen, dass der Boss auch mal die 3% triggert. Auch der Boss hat 3%. Können wir nichts machen. Ist einfach so. Auf jeden Fall, ihr seht wieder 3% gekriegt. Ja, das ist wieder den Debuff verringert. Also, ist unglaublich. Er hat genug Widerstand und trotzdem kriegt er Debuffs. Also, da müssen wir mit leben. Ich hoffe, dass wir es trotzdem einmal durchzeigen können. Einfach nur, dass ihr seht, wie das Ding hier abgeht. Wie dieser Champion einfach sauber und schön durchspielt. Und der LP, wie viel LP, wie schnell das geht. Wie viel. Das ist einfach unglaublich. Wenn er noch eine schnelle A1 hätte, wo er nicht nach vorne laufen lassen müsste, dann würden wir noch viel kranker unterwegs sein. Und wenn die Waves die 12 Sekunden dauern würden, anstatt die 17 oder 18, dann wären wir auch noch schnell. Ihr seht oben 52 Sekunden bei 49 Turns. Der Champ. Das ist einfach unglaublich. Man kann natürlich dann auch, super, wenn man es weiter treibt, kann man natürlich auch super Spin-Teams bauen. Wir haben hier mal ein Team gebaut. Ja, ich glaube, das hat aber nicht funktioniert. Das haben wir im Stream mal getestet. Da haben wir irgendwas zusammengebastelt, um einfach mal zu gucken, wie viel er machen kann. Ja, und dann wird der Boss trotzdem drankommen, witzigerweise. Ja, der Boss kommt trotzdem, genau, der Boss kommt trotzdem dran. Wir bräuchten noch einen LP-Born-Auslöser, um es hier fair zu gestalten, dass er rechtzeitig drankommt. Das Team schafft es trotzdem, so ist es nicht. Aber, witzigerweise, ja, müssen wir einfach damit leben, dass wir jetzt einfach länger brauchen. So, egal, ist halt so. So, das Schöne ist natürlich auch immer, wenn LP-Bon von den Gegnern drankommt. Er bleibt immer am Leben. Durch die hohe Anzahl an LP-Bons kriegt er Heal und ja, also sein LP-Bon 10 Millionen. Ich will es nicht anders sagen. Wir switchen noch kurz zur Hydra. Ich würde jetzt hier einfach mal einen Hydra-Key laufen lassen und zwar mit dem gleichen Team. Guckt euch das Team an. Das ist jetzt Fusion, also Fusion, Free-to-Play, also Free-Login, Fusion könnte man haben. Gab es als garantierten Maggie und den. Wir lassen es einfach mal laufen. Nur, dass ihr das mal seht, was dieser Champion hier reißt. So, wir haben gar keinen Provoke, fällt mir gerade auf. Aber ist ja auch egal. Brauchen wir ja nicht. Wir brauchen keinen Provoke. Lass mal Full Auto laufen. Wir brauchen keinen Provoke. Egal. Wir machen es ohne Provoke. Da kommt der LP-Born. Wir kriegen natürlich schön Schild auf unsere Verbündeten. Wir haben Attack dabei, der den LP-Bern auch nochmal auslöst. Also wir haben jetzt im Prinzip nur Knut als einzigen kleinen AOE-Damage-Schieler drin. Und der Rest ist hier wirklich rein auf LP-Bern basierender AOE-Schaden. So, ihr seht, wie oft, also wir kommen hier relativ gut dran. Wir sind gut unterwegs, er hat einen guten Speed. Wenn er angreift, kriegen alle verbündeten Rundmeter. Und das würde ich sagen, läppert sich. So, da kriegen wir noch einen Boss-Speed. Wir kriegen gleich die Debuffs geklänzt. Liegt einfach daran, dass wir jetzt hier keinen Provoker mit haben. Aber sei es drum. Mal gucken, wie weit wir hier vorankommen. Wieder Rundenmeter. Na, wunderbar. Also, sehr gut. Finde ich gut. Kommen wir mit leben. Jetzt haben alle da oben Widerstandsverringerer bekommen. Seht ihr? Also die meisten zumindest.
Und das ist das, wenn LP-Burn entfernt wird oder abläuft oder irgendwas dergleichen passiert, dann kriegen wir halt einen Widerstandsverringer drauf, was natürlich bei den Verbündeten hilft, die jetzt vielleicht weniger Genauigkeit hätten, theoretisch. Ja, ihr seht schön, wie der tickt, ne? Also wir machen gut Schaden. Dann kommt wieder LP-Burn, 20.000 mal 4, das sind einfach mal dann 80.000 Schaden pro Gegner, weil er den LP-Burn gleich auslöst. Da kommt nochmal auslösen. Dann sieht da gut aus. Ich würde sagen, ich skippe jetzt mal zum Ende und dann schauen wir uns das mal an, was dann da rauskam, oder? Also ich pause kurz und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier 20 Minuten später und ihr seht, das Team hat Full Auto 37 Millionen. Wir sind jetzt bei Zug 96, One Key Ultra, Ultra Nightmare, wollte ich sagen, Nightmare Hydra mit, würde ich sagen, ein Team, was man erreichen kann. Nicht muss, aber kann. Natürlich auch die Artefakte sind natürlich immer entscheidend, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, doch mal zu sagen, dass man hier nicht Chris braucht, Duchess braucht, sondern hier wirklich mit Champs reingeht, die ja doch im Spiel jetzt vor kurzem erhältlich waren, beziehungsweise natürlich noch sind. Duchess natürlich auch noch, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt einfach, dass ein Großteil davon Fusions- oder Garantierte sind. Aber zeigt aber auch immer, wie groß sein Potenzial ist. Wenn man jetzt ihn nicht hätte, würde man natürlich irgendeinen anderen Champ mitnehmen, der jetzt hier mit LP-Burn spielt oder vielleicht sogar einen AOE-Damage-Healer oder einen anderen Supporter. Wobei wir hier auf LP-Burn sagen, genau 100 Züge. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber bis 40 Millionen und dann stoppen wir und dann gucken wir mal, wie viel Schaden er im Verhältnis zu den anderen gemacht hat. Natürlich wird hier auch Knut wahrscheinlich rocken. Keine Ahnung, wir werden sehen. Aber die Verknüpfung natürlich, dass hier nicht viel Max-LP-Schaden ist, sondern nur LP-Burn hat natürlich auch einen Vorteil. Wir laufen nicht Gefahr, in dem Schadensreflexionsbuff der Hydra reinzulaufen, weil das kann euch ziemlich. Ja, also Max LP-Hitter, der in den Schadensreflexionsbuff reinläuft, ist meistens One-Shot. Der liegt dann. Aber wir haben ja zwei Reviver dank Uko und Sulfurion. So, jetzt haben wir hier nochmal gleich nochmal die Chance, einen rauszuholen. Markieren wir den gerade mal rechts. Eigentlich brauchen wir nicht. Eigentlich ist egal. Komm, lass mal los. Ist 40 Millionen sowieso geschafft. Egal, was jetzt passiert. Na komm. Das wäre schön, wenn man das skippen könnte, die Animation so in einem Schuss einfach alles abhändeln. Aber bis Shamael da immer sein Stuff macht, ist immer sehr witzig. Ihr wisst, was ich meine, oder? Kennt ihr bestimmt, wenn ihr auf eure Teams wart. Ich glaube, von den 22 Minuten Kampfzeit sind 5 Minuten einfach Shamael Gegenangriffe. Was anderes kann das nicht sein. So, wir haben 39,8. Jetzt los. 40 Millionen. Kommt er nochmal dran? Unser neuer LP-Burn Top. Naja, er macht nochmal einen Skill mit. Oh, der Hit, der war ja der Hammer. So, und Bub. Okay, Schlag beenden. Dann gucken wir mal. 40,04 Millionen. Und ihr seht schon, ne? Knut 11, mega. Knut einfach ein Monster an Champ. Und wir haben nur zwei Brimstone Champions bei, wobei natürlich Attack mit dem hohen Brimstone die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er drauf geht. Aber man sieht auch Sulfurion einfach 13 Millionen alleine. Sagt alle Trophic. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wie ich ihn equipped habe und wie wir ihn gespielt haben. Auch im Testserver. Also, wo ist er? Nein, das ist die falsche Echse. Da. So. Also, wir haben ihn in einem Regeneration-Set gespielt mit 253 Speed. Viel Widerstand. Den Widerstand haben wir jetzt reingemacht, damit wir Hydra und Eisgolem widerstehen. Aber ihr habt gesehen, beim Eisgolem kann es natürlich trotzdem failen. Also, das würde ich eher dann für die Hydra machen. Der Widerstand ist zu hoch. Also, 510 Widerstand braucht kein Mensch. Im Endeffekt, wenn ich ihn jetzt anfangen würde, ich würde ihn bekommen im Progress, dann würde ich versuchen, die LP und den Widerstand, den LP und die Defense über diese Items hier hochzuhalten. Ja, über diese hier unten und über den Banner. Und die Genauigkeit würde ich bei 350 cappen. Also darüber würde ich nicht gehen. Eventuell sogar noch eine Aura mitnehmen. Denn er hat 33% LP-Aura, die noch drauf kommt. Und er selber läuft so kaum Gefahr, dann mit einem Supporter irgendwie zu failen. Also deshalb braucht er das nicht. Die Stats, drauf, die ich geachtet habe, ist wie gesagt Geschwindigkeit und Genauigkeit als erstes. Und alles andere ist dann Support. Er braucht keine Crit-Quote, kein Crit-Damage. Also nichts, weil ihr dürft feststellen, sein steht hier auf Angriff, ihr skaliert ihn nicht auf Angriff. Seine Skills sind, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Sein A2 macht nicht mal einen Angriff, das heißt, ihr würdet gar nicht davon profitieren. Ignoriert das.
Und bei den Fertigkeiten habe ich jetzt diese genommen. Das sind noch nicht mal die richtigen für zum Beispiel eine Hydra. Dort würde man vielleicht noch einen Kriegsmeister mitnehmen. Aber ihr habt gesehen, dass trotz dieser Skillung er einfach extrem viel LP-Watch-Schaden macht. Und deswegen würde ich auch die Defense- und Unterstützerseite empfehlen, dass ihr die macht. Wichtig ist auch sowas hier, steigert die Heilmenge und den Wert der Schildbuffs. Wenn ihr die Genauigkeit schafft durch die Items, könnt ihr auch über die Max-LP, steigert die Heilung und so weiter hier runtergehen. Steigert denn die Heilung den Wert durch diesen verliehenen Schildbuffs um 10. Also alles sowas könnt ihr machen. Dann nehmt ihr die Support-Linksseite und triggert dann ein je nach da, Chance-Abklingzeit und dann darüber. Also auch das könnt ihr machen. Spielt keine Rolle. Wichtig ist Support und ja, Unterstützer. Also, in dem Fall, lasst uns schreibt in den Kommentaren, ob ihr euch freuen würdet, diesen Champion zu bekommen. Dieses kleine, dreckige LP-Born-Beast. Ich würde mich freuen. Ich brauche ihn nicht, aber trotzdem finde ich einfach geil zu haben. Also in diesem Sinne, sehen wir uns im nächsten Video im Stream. Bis dann, euer Fafto. Ciao.